Und zwar ist es so, mein Hörgerät hat jetzt gepiept und möchte eine neue Batterie haben. Ich habe mir schon eine Batterie rausgeholt. Alle Batterien haben inzwischen so eine Folie hinten drauf. Je nachdem, welche Farbe es ist, ist es eine unterschiedliche Größe. Ich habe Größe 312, also habe ich eine braune Farbe als Aufkleber. Ich muss die Farbe, den Aufkleber einfach nur einmal abziehen. Und dann fängt die Batterie erst an, sich zu aktivieren. Wir haben inzwischen Zink-Luft-Batterien. Jetzt strömt die Luft in die Batterie rein. Der Zink fängt an zu arbeiten und dadurch wird in der Batterie Strom erzeugt. Die Batterie hat so eine glatte Seite und so eine Seite mit so einem schwarzen Ring. Je nach Brille oder nach Güte der Augen kann man sogar ein Pluszeichen auf der glatten Seite erkennen. Jetzt muss ich natürlich bei meinem Hörgerät, das hat gepiept, möchte eine neue Batterie haben, eben die Klappe aufmachen. Batterie hatte ich vorhin schon entnommen. So, und dann habe ich hier, auch das ist wieder nicht so einfach zu sehen, hier ist noch so ein kleines Pluszeichen bei mir. Viele Geräte haben in den Klappen oder an den Klappen irgendwo ein Pluszeichen, dass man es erkennen kann. Das Plus und Plus gehört natürlich aufeinander. Anders kann man sich es auch merken, hier ist ja dieser Ring mit dem schwarzen Rand. Und hier haben wir auch im Prinzip so einen Ring mit so einem Rand unten drin, da. Insofern kann man sich also einmal merken, der Ring muss nach unten auf diesen Rand oder Plus und Plus, hier ist das Plus und da ist das Plus, muss zusammen sein. Und dann habe ich das bereits reingelegt und dann brauche ich das Ganze nur noch zumachen.